ich weiß dieses Wort. Opposite. Ach, ich kann das Wort nicht erinnern. Sie zum echt verstehen ist sehr schwer. Wie heißt das? 7 ist leicht, aber 17 und 70, das ist schwer für mich. Hello everybody and welcome back to my channel. So if you're new here, my name is Julianne. I am a Canadian. I've been living in Germany for 3 years and only like 2 weeks away. By the time that you're seeing this, it'll be like the next week. I am starting a physiotherapy Ausbildung in Germany, completely in German, and we are going to put my German to the test today. So because of COVID the last few years, my like German learning has been kind of on and off and very like fluctuating. There were a few times where I registered myself into courses. I started going to those courses. A few weeks into them, they were closed. And that, yeah, that happened a few times. So really, the last few years, I've been primarily learning German by myself. If you missed the last video that I made about, what was it? 2 months ago or so, I did a speaking German for 24 hours video. If you missed that, you can go back and watch it. I will leave it linked in the description, but I wanted to make this one to see how far I have come in the last 2 months and see if there's any improvements. So without further ado, let us get started. So jetzt gehen wir zum Lidl. Wir suchen nach Kokos und Pecannuss für einen Kuchen, das wir backen für meinen Mann. Er hat seinem letzten Praktikum Zeit und ja, wir backen eine Kuchen für ihn und seine Kollegen. So, jetzt laufen wir zum Lidl und suchen nach Pecannüsse und Kokosnuss. Jetzt sind wir zurück und beim Lidl waren wir nicht ganz erfolgreich. Wir haben die Pecannüsse gefunden und sie auch waren sehr billiger als beim Edeka. Beim Edeka sind Pecannüsse sehr teuer. So, wir haben das gefunden, aber dann suchen wir Kokosnuss und sie haben nur die feine gemahlen Kokosnuss. Letzten Abend haben wir es auch gesucht beim Aldi und bei Edeka und dann auch beim Lidl und dann mussten wir zu Dens gehen. Aber im Dens haben sie es im großen Stück und das passt perfekt und wir können unsere Kuchen machen diese Abend. Unsere Kuchen heißt German Chocolate Cake. Aber es ist nicht ein deutsches Rezept, es ist ein amerikanisches Rezept von südlich USA und der, wie heißt es, gefundene, der Person, das hat diese Kuchen gefunden oder gemacht am ersten Mal, er heißt German. Aber es ist ein tolles Kuchen, es ist ein Schokoladekuchen und dann die wie heißt das auf Deutsch? Icing? Ich weiß nicht, wie das heißt. Es ist mit Pecannüsse und Kokosnuss und dann auch ein Karamellsauce. Im Moment putze meine Mann unser Auto, weil gestern haben wir Sand von den Sehere, ich weiß dieses Wort. Weiße? Wüste. Als mein Vater gemeint hat, es ist tatsächlich weniger Sand von der Wüste, sondern es ist vor allem Staub von generell Afrika. Okay, mein Mann hat mir erklärt, dass es ist nicht echtes Sand von der Wüste, es ist mehr Staub. Staub? Nur Staub? Es ist Staub von Afrika. Oder so.
Ich habe das nie in meinem Leben in Kanada gehabt. So, heute ist ein schönes Tag. Es soll 16 sein, 16 Grad sein in unserer Stadt. Und wir möchten ein Picknick machen. Wir möchten in den Park gehen und ja, ein bisschen vielleicht lesen. Ich lese mein Buch und vielleicht bringen wir ein Spiel mit, das wir spielen. Und was noch? Oh, und auch wenn wir bei Dan's waren, haben wir eine Kombucha-Flasche gekauft, weil ich liebe Kombucha. Ich trinke viel Kombucha in Kanada und beim Dan's, ich glaube Dan's ist die einzige Laden in unserem Kreis, dass wir können Kombucha finden und kaufen. Aber im Moment ist es nur 12 Uhr oder so. Und wir gehen vielleicht um 2 oder 3 Uhr. So in der Zeit vorher möchte ich wieder Deutsch lernen und ein bisschen studieren. Ah, das ist die Sache. Auf Englisch sagen wir oft studieren als lernen. So studieren im Deutsch meint nur, du gehst zu einem Uni und du studierst etwas. Aber im Englisch ist es total, wie heißt das? Opposite. Ach, ich kann das Wort nicht erinnern. Aber ja, in die nächste 1-2 Stunde lerne ich Deutsch. Vorher, wenn ich diesen Buch angefangen hast, gefällt es mir nicht so gut. Weil ich habe gedacht, dass die erste paar Kapitel war wirklich nur jeden Wort, ob es maskulin, feminin oder neutral sind. Und ich glaube, in diesem Buch haben sie gedacht, dass sie da die Regelung geschauen wird. Aber die Regelung sind ein bisschen flüssig und es ist nicht echt, dass die Regelung immer steht. Ja, aber ich habe ein bisschen Kapitels nachher angeschaut und sie gefallen mir. Im Moment lerne ich die Cases, Akkusativ, Nominativ, Dativ. Heute anfange ich mit Genitiv und das ist die Sache. Ich habe vielleicht Nominativ und Akkusativ am ganz Anfang gelernt, aber sie zum echt verstehen ist sehr schwer. So dann muss ich sie 10-mal wieder lernen, weil nichts klappt, dass ich endlich und total verstanden kann oder verstehen kann. Was gefällt mir jetzt über diesem Buch und die Kapiteln, dass ich im Moment durcharbeitet, ist, dass da viel Übungen sind. Viel Übungen, dass du deine neuen Kenntnisse, wie heißt das? Ja, Übungen machen kann. Also, jetzt fange ich an mit Genitiv und wir schauen, wie weit es geht für ein paar Stunden. So, das Wetter hat sich geschlechtert und im Moment ist die Hochtemperatur von heute nur 12 Grad Celsius. Ja, das ist ein bisschen weniger als 17. So, 17? 17?
Diese Nummer ist immer schwer für mich. 7. 7 ist leicht, aber 17 und 70, das ist schwer für mich. So, wir gehen nicht für ein Picknick heute. Wie sage ich instead? Stattdessen. Stattdessen backen wir eine Küche. Eine, eine Küche. Einen Kuchen. Oh je. Eine Kuchen. Das ist auch schwer für mich. Eine Küche. Eine Küche Kuchen. Und ein Kuchen. Küche. Kuchen. Ja. Ein Küchen. Was? Ist das ein Wort? Nein. Okay. Okay, okay. Küchen ist Plural. Ah. Wir backen eine. Einen. Ach, wir backen einen Kuchen. Korrekt. Perfekt. Genau richtig. Wow. So, die letzte paar Stunden war chaotisch. Ich habe die schlechteste Kuchen in mein Leben gebracht, weil unsere Ofenpfanne, es funktioniert nicht, es ist kaputt. Und wir haben das total vergessen und der oben der Kuchen ist total verbrennt. Ja. Oh, es war wirklich nicht gut. So, wenn mein Mann serviert es, muss er die, wie heißt das? Die Deckel von Kuchen muss der abschneiden und dann das Icing macht alles besser. Und dann auch in der letzten Zeit haben wir Abendessen gemacht. Es kocht noch ein bisschen. Ich kann dir schauen, was wir haben gemacht. Hier im Topf haben wir Florentin Hähnchen. Und im Ofen haben wir Kartoffeln. Zumindest haben wir ein sehr tolles Abendessen. Guten Morgen, meine Freundin. Gestern Abend, nachdem wir die ganze Abend so viel gebacken und gekocht, waren wir total K.O. und ich habe gerade ins Bett gegangen. Ich war so müde. Diesen Morgen habe ich nur meinen Sport gemacht und auch gefrühstückt. Das Wetter heute ist genauso wie gestern. Es ist sehr wolkig und ein bisschen kalt, aber der Himmel ist nicht so orange wie gestern und den Tag vorgestern. Ich glaube, das Sand oder Saugt ist vorbeigegangen. Aber für mich ist es nicht so schlimm. Beim Tage wie heute, wenn das Wetter nicht so schön ist, ist es ein gutes Tag, Deutsch zu lernen. Deutsch lernen ist mein großes Plan für heute. Ich arbeite weiter durch diesem Grammatikbuch und auch lerne ich weiter Vokabel von meinem Leserbuch oder nur mein Buch. Und auch was ich möchte heute lernen, ist körperliche Vokabeln. Ich habe diese Karten, dass ich habe ganz am Anfang, wenn ich zum Deutschland gekommen bist, und sie haben verschiedene Themen, dass du die Vokabel lernen kannst. Und heute gehe ich durch die körperliche Karten, weil ich glaube, das ist sehr wichtig für meine Ausbildung. Und ab jetzt ist mein 24. Stunden fertig.
So if you saw my first video when I was speaking German for 24 hours, then let me know in the comments if you can notice an improvement at all. If you don't notice anything, I'm gonna be a little sad, but that's okay because it is a long process and I understand that there's not going to be a massive improvement over a short amount of time. So if you like this video, then definitely give it a big thumbs up. Also consider subscribing to my channel because in the next 3 years, I am going to be in my Ausbildung and I'm going to be fully submersed in German and in Germany. So consider subscribing so that you don't miss out on any of that. It's gonna be a wild ride. And I'm excited to share it with all of you guys. So if you are subscribed, then I will see you in the next one. Bye!